Ich heiße Jon Bock und Anton Yehuda hat mich eingeladen, eine Fotokampagne zu machen und die heißt Verbeultes Universum. Es ging mir nicht darum, in erster Linie ein schönes Porträt zu machen von den Schauspielern, denn das gab es schon vorher und die sind auch sehr gut. Ich wollte eher zeigen, was in der Schaubühne so passieren kann oder wird. Es ist auch anders hier im Theater zu arbeiten. Wie gesagt, das sind halt Profis am Werk und so konnte man mit einem guten Beleuchter arbeiten oder mit einem guten Kostümbildner, mit Marc, aber auch mit dem Make-up-Team. Das haben die auch super gemacht und dadurch ist es leichter und man kann viel schneller das auf den Punkt bringen. Während man in der Kunstwelt oder gerade im Museum das halt immer an den Health and Safety scheitert. Also ich fand es gut, dass die Schauspieler so voll bei der Sache waren und halt erkannten auch, dass es da so Komposition geht und Anordnung und Zwischenspiel, Interdependenzen zwischen Objekt, Kunst, Objekten und halt der Körper und dass dadurch eine Spannung aufgebaut wird. Der Thomas Aurin hat das alles sehr gut fotografiert und hat gute Kompositionen auch geschaffen und das war wichtig, halt so eine Spannung zwischen diesen einzelnen drei Elementen da herauszuarbeiten. Schöner war es auch zu sehen, wie also die Blicke der Schauspieler, wenn sie so ins Set reinkamen und konfrontiert worden sind. Und sie haben natürlich gehört, dass sie aufgehängt werden, aber ganz genau, wie das funktioniert, das wussten sie nicht. Und dass halt seltsame Objekte kreuz und quer sich mischten mit diesem Fundusmaterial, was ein bisschen Secondhand aussieht, was auch Secondhand ist, was auch gut ist und gut benutzt ist. Und dadurch kriegt man noch so eine Plastizität so von den Objekten, als wenn es so glatt ist. Die Objekte habe ich dann im Atelier gebaut, aber auch einige noch aus anderen Installationen rausgenommen und einfach vor Ort gesampelt. Die Schauspieler, die sollten so einen relaxten Zustand haben, aber ich mochte es auch, wenn eine Anstrengung zu sehen ist. Und dann gab es halt verzerrte Gesichter und so. Ist halt so, wenn man da runterhängt und so kopfüber, dann verbeult sich nicht nur das Universum, sondern auch das Gesicht.